Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Freunde, in den letzten Tagen habe ich mal ein bisschen auf YouTube umgeschaut und geguckt, was es so alles so gibt. Da habe ich eine YouTuberin gefunden namens Malwanne. Sie hat ein Format auf ihrem Kanal, wo sie die Gerichte von Zeichentrickfilmen nachkocht. Ich fand das so geil und habe mich da so inspirieren lassen, wo ich mir gedacht habe, geil, das will ich auch machen. Und deswegen danke für die Inspiration und dicke Credits an Malwanne. So, das Problem ist allerdings, ich kann ja nicht ihre Sachen oder ihre Videos nachmachen, was sie in ihren Videos gemacht hat. Das wäre natürlich lame. Deswegen habe ich mir gedacht, wie kann ich das Ganze mit mir machen? Da ich ein riesen Anime-Fan bin, habe ich gedacht, hey, warum machst du es nicht mit irgendwelchen Anime-Serien? Da habe ich mir gedacht, Naruto. Naruto Shippuden ist einer meiner Lieblingsanimes und deswegen, Freunde, werden wir heute die Ramen von Naruto Shippuden nachkochen. Was zum Teufel sind Ramen? Ramen ist halt ein anderes Wort für Nudelsuppe, beziehungsweise übersetzt. In der Anime-Serie Naruto Shippuden ist das halt seine Lieblingsspeise. So, Freunde, ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut und geguckt, wie das im Anime aussieht. Also wir haben hier einmal eine Schüssel, wo wir einmal drei Algenblätter, müssten das sein, sehen. Dann haben wir da ein bisschen Fleisch, ein Ei, also in zwei Hälften geteilt. Das Grüne sollte Salat sein. Das unter dem Salat müsste Bambus sein, Bambussprossen. Und unter den Bambussprossen haben wir irgendwas mal was Pinkes, was so gerollt ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Das ist irgendwas Japanisches. Deswegen, ob ich es irgendwie besorgen kann, werden wir dann sehen. So, Freunde, bevor wir loslegen, würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal um. Sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. So, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir direkt an. Ich, Yoshi Ozumaki, werde die besten Nudelsuppe der Welt machen. Okay. So, Freunde, als erstes brauchen wir unsere Zutaten. So, wir haben hier einmal auf meiner rechten Seite haben wir Salat. Das Grüne, was wir gesehen haben auf dem Bild, ist unsere Garnitur, unsere Basis. Wir haben hier einmal Instant-Nudeln, die Neogori-Ramen. Wir haben hier einmal auf dem Bild das, was ich euch gezeigt habe, das müsste jetzt ungefähr da sein. Dieses pinke Wiener. Ich hoffe, dass getrocknet sich da drin befindet, denn ich habe das in einem frischen Zustand im Asia-Shop nicht gefunden. Dann haben wir einmal unsere Algenblätter, die wir auf dem Bild gesehen haben. Und das mit dem Fleisch, das ist immer sehr variabel. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie Bauchfleisch zu kaufen, das Ganze einzulegen mit Sojasauce, blablabla. Deswegen, wenn wir das Ganze mit Grillzöpfe machen, wird auch bestimmt mega nice schmecken. Und ich habe noch zwei Eier, die ich im Kühlschrank vergessen habe. Freunde, kennt ihr das beim Braten, wenn das Ganze immer hin und her spritzt? Wenn ja, schreibt mal in die Kommentare. Ich hasse es nämlich. Wir haben es geschafft. Wir haben die Ramen von Naruto Shippuden nachgemacht. Das Ganze sieht eigentlich ganz nice aus, finde ich. Hoffentlich könnt ihr es gut in der Kamera sehen. Wir haben hier einmal diese drei Algenblätter, die wir im Bild gesehen haben. Dann haben wir hier zwei Eier. Wir haben hier die Nudelsuppe. Wir haben hier ein bisschen Salat. Und ja, wir haben hier so einen Grillspieß. Unser Fleischersatz, anstatt wie im Originalfoto, habe ich da ein bisschen was umgeändert. Also ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden, ehrlich gesagt. Und Freunde, ich würde sagen, wie schmeckt das Ganze? Wie schmecken die Ramen von Naruto Shippuden? Die Frage werde ich euch jetzt beantworten. So, Freunde. Boah, das sieht schon mal mega nice aus. Wir müssen hier umrühren. Ich finde das mit dem Ei sieht eigentlich ganz sieht mega cool aus. Und die Wasabi-Blätter, die Algenblätter sehen auch schon mal cool aus. So, das Ganze werde ich dann auch in Naruto-Manier schön vor mir hinschlürfen. Die Nudeln sind schön dick, ich mag das. Bei den Instant-Nudeln oder bei der Nudelsuppe. Schön bissfest, ein bisschen mit Salat. Und dann das Ganze mal mit Ei. Geil. Was für mich neu ist, ehrlich gesagt, hier mit diesen Algenblättern, das kenne ich nicht. Also, ich bin ja Vietnamese. Wir Vietnamesen haben so einen eigenen Stil. Wir haben ja zum Beispiel Pho, die Rindfleischnudelsuppe. Die ist ganz anders aufgebaut als die von japanischen ganzen Ramen. Aber ich muss sagen, Hammer. Geil. Also ich bin mega zufrieden mit meinem Ergebnis. So, Freunde, kommen wir zum Fazit, zu den Ramen, die Lieblingsramen von Naruto. Ich bin relativ zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe anhand von Fertigsachen alles zusammenstellen können. Und es sieht ja sehr
ähnlich aus, das was im Naruto Anime immer gezeigt wird. Und deswegen mein Fazit für mich selber, Daumen nach oben. Also ich liebe Nudelsuppen und das hier ist auf jeden Fall sehr, sehr geil, auch sehr einfach nachzumachen. Also von wenn ihr die Möglichkeit habt, rennt mal in den Asia-Shop, holt euch Instant-Nudeln und schmeißt mal einfach mal frische Sachen rein. Dann könnt ihr auch sowas hinbekommen und ich muss sagen, es setzt sich ganz gut. Was meint ihr? Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Soll ich sowas häufiger machen? Soll ich aus verschiedenen Anime-Serien mir Essen raussuchen, das versuchen und das Ganze versuchen nachzukochen? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben dafür. Und Freunde, muss ich sagen, das ganze Video hat mir mega Spaß gemacht. Endlich konnte ich mal so ein Naruto-Video mal machen mit den ganzen Effekten. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Also Freunde, mir würde es natürlich auch freuen, wenn es euch Spaß gemacht hat, damit ich sowas öfters machen kann. Sonst Freunde, kommen wir zu meinem Outro. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn nicht, für weitere coole... So Freunde, kommen wir zu meinem Outro. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Sonst für weitere coole, freshe Videos einfach hier unten auf Abonnieren klicken. Daneben an findet ihr irgendeinen anderen Kanal, Playmobil, Spiel mit mir, weiß ich nicht. Sonst im Anschluss einfach diese Videos euch reinziehen, die wir in der Vergangenheit für euch aufgenommen haben. Und sonst, Freunde, danke, dass ihr bis zum Ende durchgeschaut habt. Ich bin weg! Ah, scheiße, ich hab die Mini vergessen.